Wann müssen Rentner eigentlich eine Steuererklärung abgeben? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie als Rentner sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn Sie mit Ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte über dem jährlichen Grundfreibetrag liegen. Das bedeutet, als Rentner sind Sie zur Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr 2023 verpflichtet, wenn Sie über dem für das Jahr 2023 geltenden Grundfreibetrag von 10.908 Euro für Ledige und 21.816 Euro für Verheiratete liegen. Gesamtbetrag der Einkünfte bedeutet grob gesagt Ihre Einnahmen abzüglich Ihrer Werbungskosten im Wesentlichen. Diese zusammengezählt, das ist Ihr Gesamtbetrag der Einkünfte. Was zählt zu den typischen Einkünften von Rentnern? Klar, Ihre private, Ihre gesetzliche Rente, aber auch Mieteinnahmen, Kapitaleinnahmen und so weiter. Aber die gerade genannten, das sind die typischen Einnahmen, die viele Rentner haben. Teilweise natürlich auch Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Kenne ich mittlerweile auch viele Rentner, aber das würde hier nun den Rahmen sprengen. Ganz vereinfacht gesagt, klar können Sie als Rentner alle Einkünfte haben, die jeder Nichtrentner auch haben kann. Ich habe hier nur mal die typischen Einkünfte aus meiner Erfahrung genannt. Wie Sie den steuerpflichtigen Teil Ihrer Rente und so weiter ausrechnen, das habe ich Ihnen in anderen Videos ja schon erläutert. Aber wie gesagt, das ist das, was Sie eine Steuererklärung oder was Sie in Ihrer Steuererklärung angeben müssen. Und warum ist das so wichtig? Nun, meine Damen und Herren, es gibt leider die traurige Thematik, dass wenn Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, wenn Sie das als Rentner sind, wann Sie das als Rentner sind, habe ich ja gerade genannt, und wenn Sie das nicht tun, dann kann das Steuerhinterziehung wegen Nichtabgabe der Steuererklärung sein. Meist bekommen betroffene Rentner nach 2 oder 3 Jahren einen bösen Brief vom Finanzamt, mit dem sie dann zur Abgabe der Erklärung für diese 2, 3 Jahre aufgefordert werden. Also natürlich nur, wenn sie die Erklärung nicht bereits freiwillig abgegeben haben. Natürlich können sie sagen, was ist das für ein Quatsch, dem Finanzamt liegen doch die entsprechenden Informationen vor. Ich habe ja gerade letztens sogar ein Video darüber gemacht, in dem ich ihnen erläutert habe, dass sie all die Informationen mit dem kleinen E gar nicht mehr angeben müssen, dass sie ihre Rente in der Steuererklärung nicht mehr angeben müssen, weil sie die eben weil die dem Finanzamt ja bereits übermittelt wurde, elektronisch. Und da könnten Sie zu Recht sagen, was soll das? Das Finanzamt hat die Information. Aber leider ist es so, dass Sie dennoch verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Das hatte ich Ihnen ja bereits aufgezeigt in einem meiner letzten Videos, dass das vom Grundsatz her gar kein großes Problem ist in den Standardfällen, aber es muss nun mal getan werden. Und an der Stelle auch ganz klipp und klar, das Finanzamt ist nicht verpflichtet, Sie an die Abgabe zu erinnern. Die Verpflichtung liegt leider ganz allein bei Ihnen als Steuerpflichtiger. Und haben Sie an der Stelle auch auf dem Schirm, dass das Finanzamt problemlos für die letzten 7 Jahre die Steuererklärungen anfordern kann. Und an der Stelle ist diese Thematik wegen Steuerhinterziehung, wegen Nichtabgabe wichtig, denn dann landet die Finanzverwaltung sehr schnell bei der Steuerhinterziehung, mindestens aber bei einer leichtfertigen Steuerverkürzung, und dann drohen sogar wegen der Verschiebung des Fristbeginns Nacherklärungen für bis zu 13 Jahre. Und stellen Sie sich vor, 7 Jahre oder bis zu 13 Jahre, wenn da immer eine Steuernachzahlung rauskommt plus die Verzinsung, das ist natürlich dann richtig brutal, das tut richtig weh. Daher an der Stelle mein Tipp an Sie nochmal, geben Sie jährlich Ihre Steuererklärung ab als Rentner. Natürlich ist das nicht die spannendste Aufgabe und natürlich auch jedes Jahr ein leidiges Thema, aber besser als dann den bösen Brief vom Finanzamt zu erhalten. An der Stelle möchte ich Sie aber auch noch klar beruhigen, die bloße Frist überschreiten ist noch keine Steuerstraftat. Das ist noch nicht direkt eine Steuerhinterziehung, sondern da sprechen wir schon von einer dauerhaften Nichtabgabe einer Steuererklärung, also ein sogenanntes pflichtwidriges Unterlassen. Und das ist grundsätzlich strafbar wie die Abgabe einer vorsätzlich falschen Erklärung. Aber auch da sind wir in einem schwammigen Bereich, das landet in aller Regel dann vor den Gerichten, weil wann endet diese bloße Fristenüberschreitung? Bei einem Tag? Sicherlich unstrittig. Bei einer Woche? Wahrscheinlich auch noch. Aber spätestens, wenn Sie 2 Jahre Steuererklärung im Rückstand sind, dann wird es natürlich schon problematisch. Wird es vielleicht auch schon problematisch, wenn Sie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr mit Ihrer ersten Erklärung im Rückstand sind? Wie gesagt, an der Stelle mein Tipp, Nichtabgabe einer Steuererklärung kann im Extremfall Steuerhinterziehung sein. Lassen Sie sich gar nicht erst auf dieses dünne Eis. Geben Sie, so nervig das sicherlich ist, einfach Ihre Steuererklärung pünktlich ab. Pünktlich, das ist das Stichwort. Wann ist die Frist für Ihre Einkommensteuererklärung 2023? Grundsätzlich der 31. August 2024. Da der 31. August aber auf einen Samstag fällt, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag, das ist Montag, der 2. September 2024. Also für Ihre Steuererklärung, Einkommensteuererklärung für 2023, haben Sie Zeit
bis zum Montag, 2. September 2024. Das ist der letzte Tag, an dem Sie Ihre Einkommensteuererklärung 2023 beim Finanzamt abgeben können. Danach haben Sie die Frist versäumt. Da gibt es wahrscheinlich dann schon Strafgebühren, nicht nur wahrscheinlich, sicherlich. Wenn Sie das auf die leichte Schulter nehmen, auf die lange Bank schieben, dann können Sie ganz schnell im Bereich der Steuerhinterziehung wegen Nichtabgabe landen. Und das, was ich gerade zu der Frist gesagt habe, das ist die Frist, wenn Sie Ihre Steuererklärung selbst erstellen. Wenn Sie steuerlich beraten sind durch einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, dann gelten längere Fristen, aber die bekommen Sie von den entsprechenden Beratern dann natürlich mitgeteilt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dieses Video war interessant für Sie. Gerne sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.